Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf den Frühling von Kolle den Ultramapper. Ja, das muss so sein, ne? So, letzten Rest vom Schützenfest düngen. Und letzte Folge hatte ich ja die Probleme, ich konnte meine E-Pen nicht verkloppern, ne? Ich weiß immer noch nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Aber wir müssen eben den letzten Rest da düngen. Ich habe das jetzt ausprobiert, ne? Ah, Olli guckt, glaube ich, die Frühling nicht, ne? Also diese neue Funktion. Klar, es ruppelt und zuppelt jetzt noch, merkt ihr ja. Ich habe das mal ausprobiert. Ist ja alles schön und gut, wenn die Performance da auch immer konstant auf 60 FPS ist. Aber wenn es dann nicht klar ist und nicht vernünftig von der Grafik, dann mag ich das nicht. Deswegen habe ich das wieder rausgenommen. Wieder jetzt so ein bisschen zuppeln. Da waren die Spiegel total verschwommen und verpixelt und ich lasse das alles aus und lasse das so, wie es jetzt ist. Dann ist das für mich klar und vernünftig und so. Und dann werde ich beibehalten. Ne? Wir müssen hier eben noch einen letzten Rest düngen. Da war der noch nicht ganz fertig. Deswegen. Genau, ihm hier rein vorne. Weil wir ihn da so ein kleines Stück machen müssen, ne? Hier so. Das machen wir eben noch schnell. Und dann muss ich mich um mein Erdbeerproblem mal kümmern. Ey. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hast du das ganze Gemüse und dann kannst du es nicht verkloppern oder was? Ist ja auch nicht so schön. Ihr seht, sie sind voll im Minus. Ne? Ich habe den Düngerstreuer noch aufgefüllt gehabt. Da war die Kohle weg. Aber ich glaube, jetzt ist erstmal alles gedüngt, ne? Bis das fertig ist. Dann müssen wir die Walze zum Hof holen. Weil die ist auch fertig und ja, dann müssen wir uns mal um das Erdbeerproblem kümmern. Kein Plan, woran das liegt. Vielleicht weiß der Kalle das. Ich weiß es nicht. Oh, unsere Viecher müssen wir auch noch eben von der Weide holen, ne? Die Milch daraus organisieren. Ruppeli und Zuppeli. Kennt ihr das? Ich weiß ja auch nicht, ob ich mir da hier irgendwie was kaputt gemacht habe. Mit meinen Mods oder so. Keine Ahnung, kein Plan. Jedenfalls konnte ich keine Erdbeeren und so verkaufen. Boom, cool. Vorne runter. Du sollst hinten runter machen. Uncool. Muss ich ja immer wieder sorgen, ne? Du kannst auch noch da vorne hin, ne? Moment, brauchen wir dich ja nicht. Ist vorne deine Gewichte wieder da, ne? Was ist das, ne? Ja. Ich glaub wohl. So, dann musst du eigentlich an Vieh warten, ne? So ein Schikram. Das ist ja echt uncool. So, den müssen wir aber eben noch mal wieder hinfahren, ne? Wenn die Handbremse los ist. Also Himbeer-Toni, du kannst gerne meine Erdbeeren haben, ne?
Ich will sie eh nicht los. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich finde das echt uncool. Dann bringen wir sie halt da hinten hin. Vielleicht nehmen sie es da an. Probieren geht über Studieren. Mäßig muss ich jetzt Gemüse auch loswerden. Wir räumen den Wagen mal da weg, wenn du da gerade am Laufen bist. Mann, du. Ich komme gar nicht so in die Palette rein, wa? Man muss jetzt gehen, so. Kann sich jetzt nur noch um Stunden an, wollte ich gerade sagen, ne? Das. Irgendwas ist ja immer, ne? Safety first, mal ein bisschen Lichter machen, ne? Und Tollers! 2 Euro minus! Kein Dünger können wir mehr kaufen, nicht! Packt er jetzt mal so ein bisschen rum, ne? Ja, die kommen auch bald zum Hof, ne? Könnten noch ein bisschen fressen, oder? So, wollen wir mal gucken, ob hier mal was abladen kann, ne? Vielleicht hier so? Das kann es doch nicht sein, oder? Kein Plan. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin ja ganz ehrlich. Was soll ich da jetzt zu sagen? Wenn ich das nicht verklappern kann, ist ja nicht so prickelnd, ne? Vor allem sehe ich so viel. Oh, 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 Svenny. Was machst du denn da? Bringen wir sie jetzt wieder zum Hof. Jetzt ist guter Rohr teuer, ne? Dafür müssen wir so einen Wagen Silage verkaufen oder so. Gibt's, geht das? Für jemanden ein bisschen an Kohlen kommen. Und diese sind echt uncool. Wahrscheinlich habe ich irgendwas drin, was sich beißt, ne? So, das jetzt suchen, ne? Das ist Premium. Das findest. Ey, 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 ey. Kolle, geh hier. Hüpf doch mal nicht so rum da.
Kron. Cheat Kron. Und anderes kannst du im Moment nicht zu sicken. Den anderen Schlepper noch zur Not holen, ne? Kannst du ja nicht über Nacht verstehen lassen. So, Konzessivum. Wenn du dann abgehen möchtest, zu liebenswürdig. Liebe Leute, könnt ihr Erdbeeren oder so verkaufen? Geht das bei euch? Geht das bei euch? Wenn ja, bitte mal in die Kommentare. Bei mir geht's ja leider nicht. Aber nicht der. Wieso? Wo fahr ich denn lang? Mitten durch die Wallerei, ne? Wir müssen was verkloppern, wir brauchen Kohle. Oder Silage drauf. Verkaufen die. Das soll ja wohl gehen, oder? Silage haben wir ja genug. Also von daher. Die können wir alle gar nicht verdatteln, was wir an Silage haben. Wahrscheinlich steht der Komik da mitten im Weg, weil. Wir werden sehen. Ich kann es euch nicht sorgen, ne? Nee, nee, steht nicht im Weg. Müssen wir dran kommen. Das läuft hier. Wie ist das läuft? Silage wollen wir. Machen wir eben Handbremse rein. Wir brauchen auch ein Bild. Und das ist ja ein cooles Bild, ne? Da müssen wir hin. Silage. Biogarten, ne, wir fahren zum Viehhändler. Abfahrt. Wir müssen echt Geld verdienen, das ist zum Mäusemelken, ne? Sonst gehen wir pleite. Zwei, drei Wagen noch verkaufen und dann. Das wird safe sein. Hoff ich. Habe ich denn irgendeinen Verkaufspunkt drinne? So gleich mal gucken, ne? Aber erstmal brauchen lieber ein Viehhändler Silage von Svenny, ne? Gute Silage. Vorsicht, Hoppeläschen. Mann, ey, mitten durch den Träger. Nicht schön. Aber wir haben Druck. Wie gesagt, ich hab's ausprobiert, lieber Olli. Ich halte da nichts von. Bin ganz ehrlich. Ich hab alles aus. So gefällt mir die Grafik am besten. Ich finde die ist schön klar. Nicht so, ne?
Sondern so ist sie schon klar und deswegen bleibt die auch so. Endlich gibt's wieder Geld, ne? Puh, dann wohnt auch Tietmann. Aber liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich, ne? Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.